Ja, ich denke, dass er immer breiter wird, also dass die Facetten, die Äste sich immer mehr verzweigen, dass also auf einer Seite das Spezialisieren immer stärker im Vordergrund ist, dass jeder wie in der Medizin praktisch nur mehr für ganz kleine Details zuständig ist und sich nur mehr dort auskennt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Tourismus, also Alpinismus, der zum Tourismus wird, der zum Massenphänomen wird. Und ich denke mal, dass das im Grunde alles offen ist und alles möglich und alles erlaubt. Nur wäre gut, wenn alle Beteiligten eben achtsam mit den Orten umgehen, wo sie ihre Spiele betreiben.